Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, ich habe mal probiert mit dem Programm Koala Paint. Ich glaube, Koala Paint heißt das. Ja, da oben steht Koala Painter. Irgendeine Grafik zu erstellen. Ich bin kein besonders guter Grafiker, keine Frage. Man sieht es vielleicht. Aber geht ja auch erstmal nur um das technische Prinzip, wie es funktionieren könnte. Und das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe jetzt irgendeine Landschaft genommen mit so einem Gebäude drauf. Und das speichere ich jetzt einfach mal ab. Safen, Name und Safen, Diskettenwechsel formatieren. Ich sage einfach mal Name. Das gebe ich hier mal ein. Bild 1. Ich drücke mal Enter. Er speichert. Gut, jetzt probiere ich aus, ob ich diese Grafik in D62 einfügen kann. Das einzige Problem, was ich jetzt sehe, ich konnte jetzt noch keine Formate eingeben. Insofern würde es mich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Ich resette mal den Commodore und teste mal, was jetzt passiert ist. Da Pick A Bild 1, so heißt es hier. Ich versuche das Bild jetzt mal einzufügen in D42 Adventure System. Oh, schöne Farbe, ne? Komm, wir gehen hier mal nach oben. Machen wir mal anders. Das laden wir mal. Also das Bild habe ich jetzt knapp 10 Minuten gebraucht, ne? Also, falls die Mühe umsonst war, wäre das noch verschmerzbar. So, ich lade, wie gehabt, erstmal gucke ich, ob meine Projektdiskette drin ist. Jo, meine Projektdiskette ist drin. Ich lade alle Dateien. Dann lade ich den Raum. Dann muss ich hier auf Raum laden. Genau, bei 00. Das soll jetzt das Titelbild werden. Einfach nur mal so zum Testen, ist klar, ne? Ein Bild laden. Wie geht das? Datei laden. Ah, jetzt muss ich bestimmt ein Bild laden. Raumbild. Okay. Genau, das ist ein Koala Painter Bild. Ah, jetzt brauche ich den Namen. Okay. Gut, dass man sich das Directory anzeigen lassen kann. Jetzt habe ich natürlich einen ganz blöden Namen. Das muss ich mal eben erst umbenennen. So, ich benenne mal die Datei jetzt hier um. So, das ist ein ganz kryptischer Name hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Open 1,8,15. Komma. So, und dann muss hier rein R-Doppelpunkt. Alter Dateiname, neuer Dateiname. Oder was genau umgekehrt? Ich gucke mal eben nochmal auf der Wiki-Seite. Neuer Name, jetzt kommt der neue Name. Neuer Name ist Bild 1. Bild 1 gleich. Und dann kommt der alte Name. Und dann bestimmt Close 1. Ne? Geteilt durch Close 1. Einfach mal testen. Zur Not ist das Bild kaputt. Und dann ist das natürlich ärgerlich. Aber dann malen wir es halt eben nochmal neu. Ja, jetzt habe ich das Bild umbenannt in Bild 1. Und jetzt starte ich nochmal hinein in den Editor. So, ich lade wieder. Datei laden, alles laden. Wir laden alles. Und jetzt kommt Raum laden. Ich will das in Raum 00 haben. Raum 00. Genau, Datei laden. Raumbild. Koala Painter. Wie ist das? Bild 1, ne? Bild 1 ohne alles, richtig? Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ob mein super Bild jetzt... Ja, das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus, außer dass da 25 Fehler drin sind. Aber ich habe schon mal ein Bild geladen, ne? Wir sind da schon mit wenig zufrieden. Ich habe mir natürlich auch Koala Painter 2 genommen. Vielleicht hätte ich Koala Painter 1 nehmen sollen. Vielleicht gibt es da so ein paar Unterschiede. Ist egal. Ich lasse das trotzdem mal so, wie es ist. Ich sage ihm Raum speichern.
Nee, eigentlich muss ich jetzt nur, ja doch, den Raum muss ich jetzt speichern. Raum speichern 0,0. Ist er jetzt integriert mit oder verknüpft mit Raum 0,0. So, wenn ich jetzt hier gehe auf Bild anzeigen, jetzt müsste wunderbar das tolle Bild hier kommen. Ich meine, die Sonne ist richtig, der Himmel ist richtig, die Wolken, ja, so einiges ist ja schon richtig, aber halt eben nicht alles. Ja, ich würde sagen, ich mache mal sofort eine Probe auf Exempel. Das interessiert mich jetzt doch, ob das jetzt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ich starte den Player. Musik ist schon mal da. Das sind hier die Raumtexte für den Raum 00 Text $0. So, wo ist das Bild? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das hat schon mal nicht funktioniert. Gut, schade eigentlich. Gut, ich gehe davon aus, dass vielleicht das Bild als solches nicht in Ordnung ist. So, dann starte ich mal Koala Paint. Koala Painter 1. So, sieht eigentlich, ja, ein bisschen anders sieht es aus. Okay, ich denke mal, wird er vom Prinzip her genauso gleich sein. Ich mache mal Lines in Schwarz, passt. Lines. Und sage ihm Save. Das müsste Safen sein. Name und Save. Nennen wir dann Bild 2. Was muss ich jetzt drücken? Enter bestimmt. So. Ich resette alles, lade das Directory. Hier hätten wir Bild 2 und mache ich noch das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Open 1,8,15, R geteilt durch. So, jetzt kommt erst neuer Name. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bild 2 gleich geteilt durch Close 1. Und dann müsste das Bild eigentlich dementsprechend einen schöneren Namen haben. Und es heißt Bild 2. Prima, ich lade den Editor wieder. Gut, ich lade wieder alle Dateien, alle Files. Dann sage ich ihm Raumbild. Das war Koala Painter und hieß Bild 2. Ja, aber auch das wird falsch angezeigt mit dem Grafikfehler, warum auch immer. Könnt ihr mir ganz gerne meine Kommentare schreiben. Ich habe definitiv Koala Painter 1 genommen und trotzdem habe ich diesen Error hier. Wenn ich jetzt hier auf Bild anschauen gehe, dann habe ich dementsprechend auch dieses mehr oder weniger wunderschöne Bild. Ja, ist jetzt eigentlich mit dem... Ah, ich muss hier Raumdaten muss ich noch laden. Habe ich das vorhin vergessen? Raum 00. Und da speichere ich jetzt mal das Bild rein. Jetzt gucken wir mal eben Bild ansehen. Genau, da ist noch kein Bild drin. Und jetzt sage ich ihm Datei laden. Raumbild. Koala Painter. Bild 2. Ich verknüpfe jetzt den Raum 00 mit dem Bild, ja, siehe da, mit diesem Bild. Und wenn ich jetzt hier gehe auf Bild ansehen, dann sehe ich diese wunderschöne Grafik. So habe ich mir das vorgestellt. Ich sage ihm, speichere diesen Raum, speichere Raum 00.
So, da kommt die Stimme nochmal aus dem Off. Und zwar war ich ganz kreativ und habe jetzt drei Bilder erstellt. Und zwar mit dem Koala Painter. Koala Painter 1, wohlgemerkt. Und habe die jetzt dem Sinne jetzt hinzugefügt. Ja, so schaut das Bild in dem Raum 2-3 aus. Bild ansehen. Genau, und das muss ich noch abspeichern. Das sieht jetzt ein bisschen knorke aus, weil ich im Endeffekt nur den oberen Bereich brauche. Und alles andere macht dann D42 strubbelig, weil das eh nicht benötigt wird. Das wird man da gar nicht sehen. Also das Schöne wird man alles sehen und das andere alles nicht. So viel habe ich, glaube ich, schon verstanden. Ich speichere das Bild jetzt trotzdem nochmal ab. Unter Pick 1. Ich sage ihm Datei speichern, Raumbild, Pick 1. So, das wird jetzt so abgespeichert. Existiert schon, brauche ich also nicht. Ich mache jetzt sofort direkt einen Neustart und möchte mir mal meine Kreation hier anschauen. Über den Player. Ah, ich glaube, ich mache mal einen Kill, damit er auch vernünftig lädt. So, normalerweise müsste jetzt zu jedem Raum müsste ein Bild sein, müsste Musik sein, aus dem dritten Raum ohne Musik. Wie gesagt, jedes Raum ein Bild. Text müsste da sein und ich kann zwischen Raum 3-3 und 2-3 hin und her switchen. Einmal kann ich nach Norden gehen und einmal kann ich nach Süden gehen. Das müsste ich jetzt eigentlich ja ganz lustig und ganz oft hin und her in hin und her machen können. So, das ist klar, das ist erstmal der Anfang, der bleibt ja. Jetzt müsste mein Titel kommen. Cool. Klasse. Gefällt mir richtig gut. Da habe ich doch meine ganze Kreativität mal falten lassen, ne? Weil dieser tollen Grafik. Gut. Wie gesagt, also das, was ich bis jetzt gemacht habe, ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn. Es geht mir einfach nur darum, die ganze Technik, die dahinter steckt, zu verstehen. Und wie Sie sehen, fehlt schon in den Raum 3-3 fehlt ein Bild. Pix 2 wird nicht geladen. Warum auch immer. Gut, ich kann jetzt eigentlich nur nach Norden gehen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht. Da, zumindest lädt die Floppy. Jetzt muss ich in Raum 2-3 sein. Die Grafik ist da. Yeah. Und der Text ist aber falsch. Also Pick fehlt plus Text. Weil die müsste eigentlich stehen. Das sind die Raumbeschreibungen für den Raum 23 und nicht 33. So, nach Norden dürfte ich nicht gehen. Dürfte ich nicht gehen. Dürfte ich nicht gehen. Jetzt müsste ich eigentlich wieder zurückkommen. In den Raum. Das funktioniert. Und wenn ich jetzt wieder weitergehe, komme ich in den Raum 33. Also das hin und her switchen von Gebiet zu Gebiet, das klappt auf jeden Fall schon mal. Oder von Raum zu Raum. So, aber der Text wird nicht richtig angegeben. Das sind die Raumbeschreibungen für den Raum 33. Das wäre falsch, hier wäre es richtig. Der Sache gehe ich nochmal auf den Grund. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also ich nähere mich jetzt Step by Step, wie das Ganze jetzt hier so funktioniert. Aber wie gesagt, ist da noch da ein oder andere kleine Fehlerchen drin. Und dann wollen wir mal schauen, woran das liegt. Aber ist, glaube ich, besser, wenn man alles killt hier. Ich gehe in den Editor hinein. So, der Editor ist gestartet. Ich gehe wieder auf Dateien laden, alle Dateien laden.
Genau, also es war ja Raum 00 war in Ordnung, Raum 33 war in Ordnung und nur der Raum 23, also Raum 23. Und mit dem möchte ich mich jetzt beschäftigen, Text ändern und Bild einfügen. Wenn mir das jetzt gelingt, dann weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Aber man muss wirklich immer darauf achten, dass man im richtigen Raum ist und dass man auch immer abspeichert. So wie, sowohl das Bild muss man extra abspeichern. Man muss es erst reinladen, dann das Bild separat abspeichern, dann den Raum abspeichern. Genau, und dann müsste es eigentlich fluppen. So, jetzt muss ich den Raum laden. Ich brauche Raum 2, 3. So, Raum 2, 3 ist geladen. So, und hier dürfte jetzt kein Bild sein. Doch. Ne, dann war das in Raum 3.3, wo kein Bild war. Aber hier war der Text nicht in Ordnung. Genau, hier steht immer noch Raum 33. Das ist ja falsch. Hier muss 23 stehen. So, 23 steht. Genau wie hier. Ändern. 23. Bild. Bild ist in Ordnung. Bild ist in Ordnung. Super. Jetzt sage ich ihm Raum speichern. So, jetzt muss ich eigentlich Fragen überschreiben. Genau, das habe ich, glaube ich, vorhin nicht gemacht. Da war ich im Glauben gewesen, ich hätte es schon überschrieben. Da muss man halt eben ein bisschen besser aufpassen. So, Text habe ich jetzt geändert. Jetzt brauche ich den nächsten Raum, Raum laden. Das wäre Raum 3.3. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Hier dürfte jetzt kein Bild sein. Genau, und das ändern wir jetzt. Dann gehe ich auf Datei, laden, Raumbild. Jetzt fragt er, ja, welches Format? Koala Painter. Und zwar Bild 2. Das hat jetzt 40 Blocks. Und jetzt muss ich es gleich abspeichern, auch nochmal intern. Dann wandelt D42 das wohl um in ein anderes Format mit dem Namen Pick. Ja, und dann vergebe ich ihm auch den Namen Pick 2. So. Genau, das Bild. Ich sage ihm Datei speichern. Raumbild. Speichern Raumbild. Ich nenne es auch mal 2b. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt 2 schon vergeben habe. Jetzt bin ich da selber so ein bisschen durcheinander. Gut, ich gehe nochmal zur Kontrolle. Nochmal jetzt Bild ansehen. Voila, da ist es. Super. Die Texte, die waren ja hier in Ordnung. Raum 33. Passt. Dann speichere ich nochmal für alle Fälle den Raum 33. Jetzt müssen wir die Fragen überschreiben. Ich sage yo, yippie-yay. Und jetzt mache ich nochmal einen Start. Und jetzt müssen die drei Sachen jetzt in Ordnung sein. So, ja, ich kann resetten. Ich lade mal das Directory. Genau. Ich wusste, dass ich 2 habe ich vergeben. Jetzt habe ich Pick 1, Pick 3, Pick 2, Pick 2b. Da ist jetzt irgendwie so ein bisschen was durcheinander gegangen mit der Nummerierung. Tut jetzt aber nicht weh. Und insofern kann ich jetzt den Player laden. Aber ich muss erstmal killen. Ich muss killen. Genau, passt so gerade eben noch. Lord. D42 Player. Sehr gut. So, Raum 00. Der Raumtext stimmt schon mal. Machen wir schnell weiter. Thank you.
Schön. Raum 3-3 mit Sonne. Das schreibe ich mir mal auf. 0-0 Pips. Das wäre das Haus. Sonne rechts. So, Text stimmt. 33. Und ich kann nur nach Norden gehen. Ich teste nochmal eben. Yippie-yay. Jetzt müsste Raum 23 kommen. Ja, jetzt ist richtig. Jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt habe ich Sonne links. Was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Ich habe es verstanden. Und jetzt kommen natürlich die anderen Gegenstände, die Objekte, Fleck setzen, ganze Verknüpfungen und so weiter. Das wird auch nochmal ein schwieriger Part. Und ich würde sagen, das hier beim nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal. Glück auf.